In New York hat ein Mann offenbar aus Rache für tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze zwei Beamte erschossen. Die beiden Polizisten seien in ihrem Streifenwagen im Stadtteil Brooklyn aus nächster Nähe regelrecht hingerichtet worden, sagte Polizeichef William Bratton am Samstag. Anschließend sei der 28-jährige Täter in eine nahegelegene U-Bahn-Station gelaufen, wo er sich mit einem Kopfschuss selbst das Leben genommen habe. Zahlreiche US-Medien berichteten über einen mutmaßlichen Zusammenhang zwischen den Polizistenmorden in Brooklyn und der wachsenden Wut in der Bevölkerung über zahlreiche Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen unbewaffnete Schwarze. Polizeichef Bratton schloss einen solchen Zusammenhang nicht aus. Dies werde noch untersucht.